Herr Hauch, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir haben ein wirklich spannendes Thema mit Ihnen zu besprechen, nämlich den Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari. Und wen könnte man da besser fragen als Sie? 22 Jahre lang Motorsportchef bei Mercedes-Benz, haben sich um die Formel 1 natürlich gekümmert, aber auch um die DTM und alle anderen Belange. Bis März 2013 waren Sie dort im Amt und deswegen, glaube ich, gibt es keinen besseren Gesprächspartner. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Darf ich fragen, was Sie heute machen? Ja, ich habe noch ein ganz großes, ganz gut gefülltes Portfolio. Ich bin nach wie vor bei der DTM mit unterwegs. Ich bin mit Schaeffler bei Wire unterwegs, bin dort im Beirat und bin auch Gesprächspartner für viele ganz, ganz engagierte junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dort, die ganz viel Freude mir machen und auch mir zeigen, dass dieses Vorurteil, die jungen Leute wollen heute gar nicht mehr so, dass es gar nicht stimmt. Da gibt es vielleicht auch welche, die nicht so richtig wollen. Aber ich kenne ganz viele, die richtig, richtig Gas geben und das macht ganz große Freude. Ich bin beratend im Hintergrund. Ich sage nur was, wenn man mich fragt. Und bin nicht die Exekutive, sondern die Beratende. Wenn jemand sagt, Norbert, was meinst du dazu, Herr Haug, wie ist Ihre Ansicht, was ist Ihre Erfahrung? Dann sage ich da was. Ich habe da verschiedene Beiratsmandate, arbeite da sehr eng zusammen mit der Firma Schaeffler. Ich arbeite zusammen mit dem ADAC, auch im Hintergrund, wenn man mich fragt um einen Rat, was früher bei der DTM war, was man auch für heute übertragen könnte. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, Herr Mehner, dass man trennt, nicht Exekutive zu sein. Ich wollte nie vom Küchenkabinett irgendwo beeinflusst werden, von der Seitenlinie. Der von außen weiß es besser. Das ist nicht meine Art, sondern ich bin ganz zurückhaltend still und sage dann, wenn ich gefragt werde. Und ich habe auch ein paar sehr, sehr interessante mittelständische Unternehmen, hauptsächlich in Baden-Württemberg, wo ich in Coaching, Sparring-Themen, beratenden Themen unterwegs bin. Wir haben eine Unternehmervereinigung namens Making, die sich regelmäßig trifft und sich politisch auf dem Laufenden hält und einfach dort gute Ideen entwickelt. Und macht sehr viel Freude und der Kalender ist noch einigermaßen voll. Kein Vergleich zu früher, aber es wird nicht langweilig. Ja, das kommt auch so rüber, dass Ihnen nicht langweilig wird und das Thema Automobil und Motorsport begleitet Sie auch heute noch. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Wie haben Sie denn oder wo haben Sie zum ersten Mal vom Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari erfahren und was waren Ihre ersten Gedanken dazu? Also ich habe gelesen, dass der Renningenieur, der Bono, gesagt hat, ist 1. April, das habe ich aber nur gelesen. Ich habe also nicht authentisch mit jemandem gesprochen und ich habe es auch schon mal an einer Stelle gesagt, ich war komplett von den Socken. Also wenn ich auf eines gesetzt hätte, auf eine Kombination in der Formel 1, die für alle Ewigkeiten halten wird, dann hätte die Lewis Hamilton und Mercedes geheißen. Ja. Lewis kam zu uns ja, das wird heute vielleicht nicht so breit kommuniziert, er ist eben nicht 12 Jahre bei Mercedes, er ist 12 Jahre bei dem Team, bei dem jetzigen Team, was wir damals noch gekauft hatten, 2009 im November, Dezember. Und was seither das erfolgreichste Team der Formel 1-Geschichte wurde mit, was weiß ich, man kann schon gar nicht mehr zählen, 15 Weltmeistertitel und über 100 Siegen. Davon glaube ich über 80 vom Lewis alleine. Und es ist so eine enge Verbindung. Und ich weiß es auch noch, Lewis war mit 14 Jahren beim ersten WM-Titelgewinn von Mika Häkkinen 1998. Bei uns im Museum, im Mercedes-Museum, war er als Gast, als 14-Jähriger. Da habe ich sogar noch die Einladungsliste von damals. Und wie gesagt, 1998 war Lewis schon Mercedes-Mann und das wird er jetzt bis Ende 2024 sein. Also das ist eine Ewigkeit. Das werden dann 26 Jahre sein. Und wie gesagt, zum Ausgang meiner Beobachtung zurück, ich hätte alle Eide geschworen, dass das ewig auch so bleiben wird. Und dass er hinterher als Markenbotschafter oder was auch immer beim Stern bleiben wird. Und deshalb war ich total von den Socken, wo ich es gehört habe. Konnte es nicht glauben am Anfang. Also auf jeden Fall überrascht, aber auch traurig ein bisschen, weil Sie haben ja einen Großteil dieser ganzen Laufbahn miterlebt aus nächster Nähe. Ja, aber Herr Mehner, da möchte ich anschließen. Da ist entweder man ist drin oder man ist draußen. Ich habe sehr, sehr gute Kontakte nach wie vor zu dem Haus und ich sage auch, zu den Mercedes-Belangen nach wie vor wir, obwohl ich nicht in der Exekutive bin, aber auf dem Rad hört man sicherlich immer ganz gerne. Und ich glaube, wir haben 22 Jahre
durchaus was bewegt in verschiedenen Rennserien auf der Welt. Es waren mit Formel 3 zusammen an die 1000 Rennen, die wir gemeinsam gemacht haben. Ich habe da ganz viele tolle Kollegen gehabt, die die DTM verantwortet haben mit mir zusammen. Ich war in der DTM unterwegs, habe nie einen Kopfhörer aufgehabt. Und das zeigt, dass ich nicht der große Dirigent des Ganzen war, sondern dass ich Vertrauen in die Kollegen Hans-Jürgen Mattheis, Gerhard Unger, um einige zu nennen, investiert habe. Und in der Zeit in der DTM, ohne da jetzt zu prahlen, haben wir mehr Rennen gewonnen als verloren über einen Zeitraum von 22 Jahren, was schon sehr bemerkenswert ist. Also ich bin da natürlich ja, berührt irgendwo und natürlich ja, auch aus nostalgischen Gründen hätte ich mir sehr gut vorstellen können, denn dann irgendwann, wenn der dann irgendwann mal ältere, noch ältere Louis mit dem dann ganz alten Norbert nochmal über alte Zeiten nachdenkt. Aber ich glaube, das können wir auch, wenn er ein rotes Trikot trägt. Also ich höre raus, Sie sind schon noch ein bisschen befangen, was den Stern angeht, aber haben Sie trotzdem Verständnis für diesen Wechsel oder wie erklären Sie sich den? Gut, da kann man nur Rätsel raten. Ich meine, das wissen wahrscheinlich ganz wenige Personen. Ich denke schon, dass der Louis einen langfristigen Vertrag haben wollte. Das ist auch das, was berichtet wird. Und womöglich hat er den nicht im ersten Aufwasch gekriegt. Aber das ist Spekulation. Ich weiß es nicht. Der Toto Wolff wird es wissen, ob er das alles so preisgibt, weiß ich nicht. Aber ja, eine freiwillige Trennung oder damit war zu rechnen, habe ich ja gehört aus manchen Stimmen. Gut, dann wissen die alle mehr als ich. Also ich konnte damit in keiner Phase meiner Vorstellungswelt rechnen, wirklich nicht. Deshalb ist es kein Drama. Aber wenn ich mir eine Überraschung vorstellen würde, die Formel 1 zu bieten hat, eine kolossale Überraschung, dann heißt die, Lewis Hamilton verlässt Mercedes. Da Sie den Stern so sehr im Herz tragen, können Sie es verstehen, dass Ferrari, dieser Lockruf, dieser Mythosmarke trotzdem da ist? Ja, natürlich. Ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, jeder will mal Ferrari fahren. Aber noch mehr verstehen könnte ich, wenn einer sagen würde, jeder will mal Mercedes fahren. Also wir müssen als Mercedes nicht hinter Ferrari halten. Das haben wir auf der Rennstrecke lang genug nicht gemacht. Der letzte Ferrari-WM-Titel ist 2007 und mit aller Bewunderung für Ferrari, der wurde da errungen, weil wir zu blöd waren, ihn zu holen. Wir hatten 17 Punkte Vorsprung, 20 waren noch zu vergeben. Ich glaube, es gibt keine unnachahmlichere Art, einen Titel zu vergeigen, wie uns das damals gelungen ist. Und es wäre übrigens der erste WM-Titel von Lewis Hamilton gewesen, gleich in seinem Premierenjahr, was natürlich nochmal ein ganz grandioser Auftakt seiner Karriere gewesen wäre. Aber wäre, wenn, hätte, Konjunktive dieser Art, die sind nirgendwo so unpassend wie in der Formel 1. Bei der genauen Betrachtung muss man aber trotzdem sehen. Und wenn Sie, ich habe schon oft gesagt, wenn Sie im Hollywood-Film zeigen, am Jahresende hat der Sieger heilen können, der am Jahr vorher noch bei uns gefahren ist und in 5 Jahren 5-mal Vize-Weltmeister wurde, hat er tatsächlich einen Punkt mehr, einen Punkt mehr als zwei unserer Fahrer, Alonso und Hamilton. Also das ist auch eine Story. Also wenn ich die heute für Hollywood erfinden würde, dann würde man sicherlich sagen, naja, das ist Kitsch, das glaubt ja keiner. Und genau das haben wir damals fabriziert, muss ich sagen, weil wir schon beim Rennen in China vielleicht einfach viel zu hungrig waren, das Rennen gewinnen wollten, anstatt man sich mit Platz 4, 5 zufrieden gibt. Aber nochmal, das war eine Teamentscheidung, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Aber wie gesagt, das sind die Momente, die natürlich in Erinnerung bleiben, ganz klar. Und auch ein Moment, der uns und mich auch persönlich in Ron Dennis alles sehr, sehr eng an den Lewis gebunden hat. Ich komme gleich nochmal auf 2007, 2008 zurück, aber wandern wir noch ein bisschen nach vorne. Können Sie sich noch an Ihr allererstes Aufeinandertreffen mit Lewis Hamilton erinnern? Sie haben vorhin schon die Mercedes-Gala 1998, glaube ich, war es, angesprochen. Haben Sie ihn da zum ersten Mal getroffen oder zuvor schon? Nee, das war davor. Da hatte er ja schon eine Einladung von uns gehabt. Das war davor bei einem Autosport Award, der immer in London war. Und das war ja Tradition, dass da die ganze Rennbranche sich getroffen hat. Ist, glaube ich, heute noch so. Autosport, damals noch Haymarket Verlag in England,
ganz tolles Magazin damals, was heute auch online, wie sie auch, publiziert wird. Und da kam der Ron Daniels und hat gesagt, ich muss dir so einen jungen Burschen vorstellen. Der hat mir gesagt, ich will mal bei dir, bei euch Formel 1 fahren. Und da war der kleine Louis da. Da war, glaube ich, auch bei der gleichen Veranstaltung war Gary Paffett, der dann auch später den Autosport Young Driver Award gewonnen hat, der mit uns dann zweimal DTM-Meister geworden ist. Also wir haben ein ganzes Füllhorn aus tollen englischen Fahrern gehabt. Übrigens auch durch die Kooperation mit Autosport damals durchaus. Ich will jetzt nicht für ein Konkurrenzfabrikat Werbung machen, aber das erscheint mir im englischen Land und ist, glaube ich, auch eine anerkannte Publikation, wie sie auch. Gar kein Problem. Also dann dort quasi das erste Mal auf den jungen Lewis Hamilton getroffen. Und wie ging es dann weiter? Wurden dann sofort die Verträge unterschrieben und dann war... Nein, überhaupt nicht. Sie müssen, ich glaube, das ist heute ganz interessant, wenn man sich da zurückerinnert. Dann hat man, dann weiß man heute schon all das, was seither passiert ist. Und dann hat man so die Erinnerung, ah, das muss ja schon ganz besonderer gewesen sein. Ne? Das war ein ganz pfiffiger Junge. Der war natürlich halb so groß wie ich damals, wenn überhaupt. Und dann war ich noch nicht. Und das war beeindruckend, wie mit welcher Intensität und mit welchem Strahlen im Gesicht er gesagt hat, I want to drive your car und so weiter. Und das hat der Ron eingefädelt. Der Ron hat auch das hervorragend beherrscht, dass er der Macher von Lewis Hamilton ist. Aber ich habe da auch meine Anrechte, ohne dass ich da groß gebocht habe. Wir haben immer die Hälfte der Zeche bezahlt. Wir haben die Hälfte der Kartkarriere bezahlt. Wer es nicht glaubt, fragt den Lewis oder den Anthony Hamilton. Wenn der Lewis ein Mercedes, ein McLaren-Mann war, wie er ja geschildert wird, dann war er immer ein McLaren-Mercedes-Mann. McLaren-Vorname, Mercedes-Nachname, damit sich jeder merken kann. Dann hat man ja den Durchmarsch, ich meine, der ist heute alles Geschichte, in der ersten Saison die GP2 gewonnen und dann eben 2007 gleich in die Formel 1 aufgestiegen. Können Sie sich noch daran erinnern, war das war ja schon auch eine Riesennummer, auch medial, diesen jungen Kerl da gleich in die Formel 1 reinzuschicken? Ja, absolut, das war's. Und ich meine, wir haben tatsächlich selber das eigene Kunststück fertiggebracht und so weit im Weg zu stehen. Wir haben zwei Nummer-1-Fahrer gehabt, die haben sich gegenseitig die Punkte weggenommen, aber auch da muss ich sagen, ich würde das heute immer noch gleich machen, weil wer einen Nummer-2-Fahrer hat, hat auch ein Nummer-2-Team im eigenen Team. Und wenn ich als Team, als eine Teamhälfte weiß, egal was ich tue, ich muss Platz machen, wie das damals mal bei Barrichello war, let Michael through for the Championship. Also wir haben auch schon mal einen Platztausch vorgenommen, wenn es einfach überhaupt keinen Sinn anders gemacht hat, um Gottes Willen. Aber wir haben wirklich so weit bis zur Selbstkasteiung, kann ich sagen, dieses freie Racing offen praktiziert. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass es Mercedes heute noch macht. Das ist ein Markenwert dieser Marke. Und so wird gefahren und nicht anders nach meinen Vorstellungen. Und die teilt das Mercedes-Management und der Toto Wolff natürlich ganz klar. Und es wird in aller Konsequenz, hat man mit Lewis Hamilton, Nico Rosberg gesehen. Und auch jetzt zuletzt, das ist genau der richtige Weg, auch wenn er mal einen Titel kosten sollte. Wenn wir schon bei 2007 sind und dieser unfassbar aufregenden Saison, wie war das denn eigentlich? Gab es da teamintern auch Schwierigkeiten, weil das wird ja beiden Charakteren immer mal wieder nachgesagt, sowohl einem Fernando Alonso als auch einem Lewis Hamilton, dass die ein bisschen schwierig sind im Umgang. Kam deswegen das eine zum anderen oder hatte das rein sportliche Gründe? Nee, das war die Hölle, natürlich. Das war über. Also ich kann das auch verstehen. Da kommt Lewis Hamilton, Fernando Alonso, der ist gerade zweimal Weltmeister. Wir haben übrigens das auch schon frühzeitig eingefädelt, dass der 2007 zu uns kommt. Auch schon ein Jahr davor. Und da ist aber nochmal schön mit Renault Weltmeister geworden, hat aber keiner drüber gesprochen. Das war eine Meisterleistung, das dicht zu halten. Hat Ron Dennis megamäßig gemacht, solche Dinge. Ich war da aber immer einbezogen. Wir haben die Verhandlungen gemeinsam geführt. Wir haben auch einen Teil der Fahrergage bezahlt und so weiter. Das war eine wunderbare Partnerschaft. Wir haben auch in 15 Jahren übrigens, glaube ich, 75 Rennen gewonnen. Ich habe neulich gesehen, dass McLaren 60 Jahre alt geworden ist. Und dann habe ich bei der Gelegenheit festgestellt, die Hälfte aller McLaren-Siege sind McLaren-Mercedes-Siege.
Und wir haben ja zwei, drei Weltmeisterschaften gemeinsam geholt. Die Konstrukteursweltmeisterschaft, eine wurde uns aberkannt. Da hatten wir auch die meisten Punkte in dem Jahr. Und es war insgesamt eine sehr, sehr erfolgreiche Beziehung, die auch weitergegangen wäre, wenn wir damals weitere Anteile von McLaren hätten kaufen können, als Daimler, als Mercedes-Benz. Aber das hat sich nicht darstellen lassen. Und dann war eben das damalige Kundenteam Braun in der Lage, uns das zu bieten, was wir wollten. Und es war kein schnödes Verlassen von McLaren, sondern wir konnten einfach den Weg nach vorne gemeinsam nicht finden, wollten aber mit dem Werksteam dabei sein. Und ausgerechnet in der Zeit, wo alle ausgestiegen sind, hat sich unser Haus getraut, wenn alle bremsen, geben wir erst richtig Gas. Da ist Toyota raus, da ist Honda raus, da ist BMW raus. Alle in einem Jahr, Weltwirtschaftskrise. Und wir sind zu sehr, sehr, sehr günstigen Konditionen damals eingestiegen. Natürlich ohne Budget, hat man mir dann hinterher auch gesagt. Der Versuch so ohne Budget, ja, habe ich. Nur mit dem Sponsorgeld, nur mit dem Geld von der FOM. Aber wenn ich damals noch um viele Millionen beim Haus nachgefragt hätte, hätte es dieses Programm nie gegeben. Also klein, bescheiden anfangen, aufbauen. Heute kann jeder nachgucken, wie das Team bewertet wird. Ein ganz, ganz Vielfaches des damaligen Wertes. Und man kann auch im Company-Haus nachgucken, dass da im Jahr 100 Millionen verdient werden. Also das ist hoch profitabel und wirklich war eine wunderbare Vision, die wir da miteinander umgesetzt haben. Auch das Timing richtig. Mir ist das Timing, 2009 eingestiegen zu sein, viel, viel, viel lieber als das Timing, 2026 einzusteigen als Beispiel. Warum? Ja, weil es damals sicherlich noch leichter war und es war auch kompetitiv, aber es gab einen Reglementswechsel, denn auf den baut Audi jetzt sicherlich auch, dass mit einem neuen Motorenreglement ein Neustart beginnen kann. Und ich nehme die Bemühungen von Audi durchaus ernst. Das hat man jetzt in Dakar gesehen. Da wird schon was gekonnt, um Gottes Willen. Und da wird auch großer Aufwand getrieben. Aber verglichen mit dem, was wir im Budget hatten, war das Kleingeld. Ja. Und auch, was wir bezahlen mussten, um in die Formel 1 reinzukommen. Und wenn Sie heute Entwicklungen sehen, wie April, Andretti, wer die Hölle ist, Andretti, dich nehmen wir nicht. Also, ja. Da bin ich nicht dabei, muss ich sagen. Auch wenn gesagt wird, ja, der würde sogar, glaube ich, 200 Millionen einzahlen in den Topf oder wie auch immer. Ich habe mich nicht im Detail mit beschäftigt. Aber für mich ist Sport Sport und es ist nicht in Stein gemeißelt, dass auf alle Ewigkeiten 10 Formel-1-Teams startberechtigt sind. Und ein Team Andretti, Cadillac, also in Klammer GM, kriegt die Zulassung zur Formel 1 nicht. Da bin ich intellektuell etwas überfordert, muss ich sagen. Aber wie auch immer. Ich glaube nicht, dass da das letzte Wort gesprochen ist. Ich kann auch die Teameigner verstehen, klar. Aber man muss nicht nur gewinnen und verlieren können, man muss auch teilen können. Ich glaube, da sind Sie nicht der Einzige, der da intellektuell überfordert mit ist mit der Entscheidung der Formel 1, weil Sie vorhin schon Company House und so weiter angesprochen haben. Da kann man ja öffentlich auch schön die Budgets nachlesen der Teams. Und wenn man sich das bei Mercedes anschaut, 2010, 11, 12, da ging es noch relativ wirklich sachte zu und dann ging das in eine Richtung danach. Aber sprechen wir doch gerne mal dann, ich meine, als deutscher Fan hat man natürlich dieses Mercedes. Ja, wir haben kein Mercedes-Budget gehabt damals. Wir haben Sponsoreinnahmen und Geld von der Form gehabt. Und das war der Startpunkt und ansonsten hätte es nie gegeben. Und wie gesagt, nach 2 Jahren haben wir trotzdem das erste Rennen gewonnen. Ich kenne ganz viele Teams, die haben bis heute ein Rennen oder gar kein Rennen gewonnen. Also ich bin immer für Fakten statt Fantasien und dann kann man das alles nachgucken. Und dann kam, naja, wir als Deutsche erinnern uns natürlich immer erstmal noch an dieses deutsche Dream Team mit Nico Rosberg und natürlich Michael Schumacher. Und dann kam 2013 Lewis Hamilton zum Werksteam. Jetzt gibt es ja da viele Geschichten über Treffen mit Niki Lauda und Lewis Hamilton. Wie haben Sie das Ganze in Erinnerung, wie das passiert ist? Wann haben die ersten Gespräche da stattgefunden? Wer hat ihn überzeugt zu kommen? Ich war da nicht beteiligt und ich bin auch klar in meiner Meinung, dass ich, also erstmal war das Power Unit war geplant für 2013. Am meisten gepusht haben die hinterher nicht fertig geworden sind, nämlich Renault und Ferrari, die dann um Verschiebung auf 2014. Unsere ganze Planung lief auf Power Unit Einsatz 2013 zu. Ich darf daran erinnern, dass der Michael Schumacher im letzten Jahr seiner aktiven Karriere
beim Grand Prix Monaco Pole Position Zeit gefahren hat, die ihm dann zwar mit einer Rückversetzung aus einer Strafe vom Rennen davor, weil er dann Crash hatte, 5 Plätze zurück, aber er war der schnellste Mann im Qualifying in Monaco. Sondern wenn wir mal jetzt auf die Geburtstage gucken, auf die Zeiten, wenn Lewis Hamilton Ferrari fahren wird, dann ist es ziemlich so ein und dasselbe Alter. Und dass ich liebend gerne mit dem Mercedes Junior, dem damaligen, der war schon da, bevor ich komme, der war 89 da, ich bin 90 gekommen. Wir haben eine gute gemeinsame Zeit gehabt, wir waren die meiste Zeit Rivalen, zuerst bei Benetton, dann bei Ferrari. Aber wir haben trotzdem immer einen sehr guten sportlichen Draht zueinander gehabt. Und ich habe ihm Spaß aber immer gesagt, wir machen noch was miteinander, wir machen noch was miteinander, wir machen noch was miteinander. Dann hat sich die Gelegenheit ergeben, dann war Ross Brawn da. Und der Ross war derjenige, der bis dahin 91 Rennen mit ihm gewonnen hatte und 7 Weltmeisterschaften, alle mit Ross Brawn. Und dann habe ich natürlich mit dem Ross gesprochen, wer wird der Fahrer sein. Und dann sind wir beide auf die Idee gekommen, den Michael nochmal nachzufragen, der ja um ein Haar der Ersatz gewesen wäre für Felipe Massa, als der verletzt war 2007. Und dann ging es nicht wegen seinem Motorradunfall. Und dann der Ross hat zu mir gesagt, ja, wie machen wir das? Dann sage ich, also das kann nur einer machen, das ist einmal vollkommen klar. Wer hat den besten Aufschlag bei Michael Schumacher? Ich kenne den zwar sehr, sehr gut, aber wer ist sein Garant für Erfolg gewesen bisher? Da kenne ich nur einen. Und dann hat der Ross gesagt, ja, I see, I try. Und dann hat es geklappt. Dann hatten wir den Nico schon verpflichtet. Dann war das neue Team, dass wir das Team Brawn übernehmen als Mercedes-Werksteam. Dann hatte ich gesagt, vielleicht gibt es nur eine kleine Weihnachtsüberraschung 2009. Und die gab es dann am 23. November. Das war natürlich eine Explosion. Also vielleicht noch eine größere Explosion, wie jetzt Lewis Hamilton geht zu Ferrari. Und dann waren die Erwartungen hoch. Das Team Brawn GP war Weltmeister, darf man nicht vergessen. Da war aber alles mit Doppel-Diffuser-Entwicklung, alles auf diese Saison 2009 ausgerichtet. Und hinten raus hat man ja gesehen, dass Red Bull besser geworden ist. Da wurde das Gewinnen schon schwieriger. Aber wie auch immer, soll keine Entschuldigung sein. Wir wussten, dass wir eine harte Zeit haben. Der Michael wusste das auch. Und ich wollte durchaus mit dem Michael noch 2013 weitermachen. Aber das hat sich dann entzweit von seiner Seite, von unserer Seite. Ich bin in dem Jahr 60 Jahre alt geworden und wir haben einen wunderbaren Weg gefunden, den Staffelstab weiterzugeben. Und ich war schon damals wild entschlossen, nicht den Altersrekord von Bernie Ecclestone im Fahrerlager überbieten zu wollen. Und deshalb ist es auch ganz gut geworden, so wie es ist. Ich gucke halt mit großer Freude darauf, dass wir wohl nicht die schlechteste Idee aller Formel 1-Teams hatten. Und ich sehe heute eben auch, wie schwierig es ist, Rennen zu gewinnen. Die letzten 2 Jahre hat Mercedes genauso viele Rennen gewonnen, wie wir in den ersten 2 Jahren, nämlich eines. Das soll nicht heißen, dass das so weitergeht, aber auf jeden Fall hat die Konkurrenz aufgeholt. Auf jeden Fall war das Power Unit am Anfang, wie andere sagen, wie der James Wouts jetzt sagt, der dabei war, wie der Paddy Lowe sagt, da hatten wir schon einen großen Konkurrenzvorteil, den wir uns natürlich seit der Kürzzeit 2007, 2008, 2009, wir hatten auch den ersten Kürzsieg damals 2009, worauf dann BMW mit der Formel 1 übrigens aufgehört hat, weil BMW war sehr fokussiert auf das Kürzsystem. Aber sei es drum, wir hatten da, glaube ich, ganz gute Grundlagen gelegt. Übrigens damals mit dem heutigen Mercedes-CEO Ola Källenius, der unser verantwortlicher Motorenmann war, wie ja jeder weiß. Also da wurden ganz gute Grundlagen damals schon gelegt, auf jeden Fall. Und da zurück zu Michael Schumacher. Ich war nicht beteiligt am Begeistern und am Rüberholen von Lewis Hamilton. Das haben im Hintergrund Ross Brawn und Niki Lauda gemacht. Und ich wäre, wenn der Michael gewollt hätte, sehr, sehr gerne dafür eingetreten, mit Michael Schumacher die möglichen Siege einzufahren. Möglicherweise, möglichst schon 2013, was dann dank fehlendem Power Unit, unseres war fertig, aber die Konkurrenz war nicht fertig, nicht möglich war. Und es soll nicht wäre, wenn, alles hat seine Zeit, alles hat mal sein Ende. Ich habe das 22,5 Jahre gemacht und ich glaube, es gibt wenige, die es länger gemacht haben und auch wenige, die, wenn sie auf die
Tabellen der verschiedenen Rennserien gucken, unbedingt ganz viel besser aussehen. In der Quersumme schon mal gar nicht, in allen diesen Meisterschaften. Wir haben ganz viele Nachwuchsfahrer gefördert mit unserem Formel-3-Engagement. Jeder, der da in die Formel 1 kam über einige Jahre, ist schon mal mit einem Mercedes-Triebwerk unterwegs gewesen. Das war ein Rundum-Programm zu sehr günstigen Konditionen. Und ich glaube, das kann sich heute nach wie vor sehen lassen. Ich glaube, der deutsche Motorsportnachwuchs würde sowas dringend wieder gebrauchen, aber das ist ein Thema, das ist leider ein Thema für sich. Kommen wir nochmal zurück auf Lewis Hamilton. Aber war alles kein Selbstläufer, wurde alles aufgebaut. Ich kam aus einer Zeit, aber da war Formel 1 ein Fremdwort in Deutschland. Fragen Sie mal Hans-Joachim Stuck, Jochen Maas, Bernd Schneider in den Phasen vor Michael Schumacher, was wir aufgebaut haben, welchen Anteil die Übertragung RTL dabei gehabt haben. Ein Glücksfall, dass RTL da eingestiegen ist. Ein Glücksfall, dass parallel Michael Schumacher von Jordan, da ist er mit unserer Hilfe hingekommen, mit unserer Hilfe auch zu Benetton gekommen. Und dann war das natürlich das Team, das es zu schlagen galt. Das war eine wunderbare Geschichte, natürlich fußend auf der Leistungsfähigkeit eines Michael Schumacher. Dann kam der Ralf nach, dann haben wir, das ist ja heute wie Grimms Märchen, wenn dir einer erzählt, 2012 gab es 7 deutsche Formel-1-Fahrer. Ja, kann man sich einfach vorstellen. Da guckt man kopfschütteln nach. Aber wir waren die Älteren unter uns, erinnern sich, wir waren mal jemand in der Formel 1. Wir haben von 94 bis 2016, von möglichen 22 WM-Titeln 12 gewonnen. Mein Nachfolger sagt immer, er steht nicht auf Statistiken, dafür tue ich es umso mehr. Also Sie schauen regelmäßig auf Wikipedia? Daran kann ich Fakten von Fantasie unterscheiden. Ich sage, dass er fantasiert, Fantasie braucht man auch. Aber 12 deutsche WM-Titel in 22 Jahren, das hört sich an wie Tausende, wie Märchen aus Tausend in einer Nacht heute. Aber wir waren da die Autorenn-Formel-1-Nation. Wir hatten 2 Grand Prix-Rennen pro Jahr. Und es ist nicht ein Schulterklopfen für Norbert Hauch, sondern es war eine konzertierte Aktion von Unternehmen, von Unternehmern, von Sponsoren, von Bierfirmen, von Warsteiner, von Weltins, von wem auch immer, die investiert haben in die Rennerei. Und die Rennerei ist eben viel, viel mehr als Brumm-Brumm. Und ich sage Ihnen eines, wenn unsere Politik, die ja heute Ampel heißt, wie auch immer, die Ampel hat beschlossen, wenn diese Dreierkoalition arbeiten würde wie ein Rennteam, dann ging es uns wesentlich besser. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber genau so, man muss aufeinander zugehen und durchaus schwierige Verhandlungen hinter den Kulissen führen und dann Dinge umsetzen, ja. Und das ist alles ein bisschen abgebremst worden heute. Und so können wir keinen Blumentopf gewinnen als Autonation. Aber vielen Dank, Herr Haug, dass Sie mich jetzt, ich fühle mich jetzt alt, weil Sie gemeint haben, die Älteren unter uns, Sie können sich noch erinnern, als Deutschland noch eine Auto- und eine Formel-1-Nation war. Mal weg von der Ampel, die leider viel zu oft auf Rot steht inzwischen, auch politisch gesehen, zu Lewis Hamilton zurück. Ihm wird ja schon nachgesagt, nicht der einfachste Mensch zu sein. Welche Erinnerungen haben Sie an den Umgang mit dem Menschen und Rennfahrer Lewis Hamilton? Also ich kann es nicht bestätigen. Das ist ein ganz, ganz reflektierter, fokussierter, übrigens bestens wohl erzogener junger Mann. So ist er mir vorgekommen und so war er auch. Aber dass der ein Rentier ist und nicht sagt, bitte nach Ihnen, ich lasse mich so gerne überholen, lieber Herr Verstappen, fahren Sie doch mal rechts vorbei. Also ist aber vollkommen klar. Aber er ist nie durch irgendwelche komplett linke Aktionen, Rempeleien etc. aufgefallen. That's a tough cookie, kann man sagen, wie der Engländer sagt. Ich möchte ihn nicht weder als Rivale noch als Teamkollegen haben. Wenn ich dauernd über die Messlatte Lewis Hamilton springen will, da kann ich mir was Leichteres vorstellen in meinem Leben. Aber er ist für mich, ist er perfekt. Für mich ist er... Ich meine, welche Zeichen hat er gesetzt in der Formel 1? Warum sagt man, die Formel 1 hat einen einzigen Superstar? Natürlich ist der Verstappen der Schnellste, der reift dran. Aber die ganzen Aussagen, die Lewis macht, seine Auftritte, seine Beschäftigung neben der Strecke, sein Kampf für der Gleichbehandlung, sowohl der Geschlechter wie der Farben, wie der
Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Auch sein Aktionsradius übrigens, wo er überall rumreist. Und ihm wird vorgeworfen, ja, da irgendwelche gute Connections zur Film-, Musik- etc. Branche haben. Ich kann Ihnen versprechen, der trainiert wie kaum ein Zweiter. Ich habe gesehen, wie er angefangen hat in der Formel 1. Ich habe ihn gesehen in den letzten Jahren ein paar Mal, seinen gestellten Buddy. Der ist fit wie ein Turnschuh. Und der wird, wenn er jetzt die rote Farbe sieht, dann wird er nochmal alles nachlegen, um der fitteste Lewis zu sein, den es jemals gab. Das ist mit 40 mit wesentlich mehr Aufwand verbunden als mit 20. Aber sie haben viele Fahrer, die mit 30 körperlich fitter sind als mit 20, weil sie das lernen, weil sie die Notwendigkeit erkennen, weil sie wissen, wie sie sich ernähren müssen und, ja. Und der Lewis ist übrigens auch ein totaler Musikfreak und Musikkünstler, und wir haben da auch unsere Abende und Momente gehabt. Und mit ihnen am Schlagzeug? Der kann wirklich Gitarre und alles Mögliche. Und der war auch bewundert, wenn er, ich bin so ein bisschen so ein Boogie-Woogie-Klavierklimperer, aber ich kann nur C, F, G-Dur und klimper da ein bisschen rum. Und es hört, dann spielen wir manchmal auch vier Hände, ich habe ja schon gespielt, und es hört sich dann schon einigermaßen an. Und besonders, wenn man das zu zweit macht und und da war der Lewis immer bei allem, war der mit begeistert. Der hat ein ganz, ganz großes Herz für Musik, wie übrigens bei Michael Schumacher das auch der Fall war. Also wenn wir am Jahresende in Suzuka bei den Karaoke-Finalabenden miteinander die Auftritte gehabt haben, das war wunderbar. Und da wurde schön, schön miteinander gesungen. Und da hat die ganzen Formel-1-Kutscher, die sich auf der Strecke keinen Millimeter gegönnt haben, haben was zusammen getrunken und dann gemeinsam gefahren. Das war schon sehr, sehr schön. Gibt es aber heute auch noch. Natürlich. Aber jetzt, glaube ich, habe ich die Formel-1-Band ein bisschen durcheinander gebracht. Sie an Klavier, Eddie Jordan am Schlagzeug, so war es, oder? Der Eddie Jordan war am Schlagzeug, ja. Mit dem bin ich sogar auch mal. Der hat auch, der ist schon sogar bei uns bei der DTM mal aufgetreten. Der Eddie war natürlich der Oberfreak bei sowas, ja. Ist er bis heute. Was trauen Sie denn Lewis Hamilton bei Ferrari zu? Alles. Der wird fit sein. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt auf eine Runde ist, Leclerc der Bessere und so. Das sehe ich nicht so. Man hat es ja gesehen, also ich kenne den George Russell nicht persönlich. Ich schätze den ganz, ganz, ganz stark ein. Und normalerweise, wenn so ein starker Junger kommt, dann sieht der Ältere, auch wenn er schon mehrfacher Weltmeister war, sehr schnell alt aus. Also wo der starke Junge Hamilton gegen Alonso fuhr. Das war ja auch das Problem, haben wir vorher gestreift. Der Fernando Alonso, was ich begreifen kann, der konnte sich nicht vorstellen, dass das mit rechten Dingen zugeht. Hallo, ich bin der Doppelweltmeister. Ich bin mit allen Wassern gewaschen. Ich fahre seit 2001 Formel 1. Und jetzt kommt da so ein Frischling und fährt mindestens so schnell wie ich. Der muss ein Special Treatment bekommen, damit er so schnell fahren kann wie ich. Und deshalb war der argwöhnisch, was ich verstehen kann. Aber der Lewis war sofort, Sie erinnern sich dran, auf Augenhöhe mit ihm und hat das ganze Jahr über geführt. Der Lewis ist in seinen ersten 9 Formel-1-Rennen 9-mal auf dem Podium geendet. Und am 10. Rennen, das war der Nürburgring, wiederum Statistik, Freak Haug, war ein Vorderrad-Aufhängungsproblem. Da ist er im Qualifying abgeflogen. Und sonst wäre das 10. Podium hintereinander fällig gewesen. Wäre, hätte, wenn, gibt es nicht, aber es war nicht sein Fehler. Aber 9 Rennen, alle auf dem Podium zu gewinnen, ich glaube, es war das 6. Rennen, was er gewonnen hat in Kanada. Das ist, glaube ich, Sie sind in der Statistik weit das, besser. Das glaube ich auf keinen Fall, Herr Haug. Aber ich glaube, das ist ein, ich bin nur bei Dingen, die ich zur Argumentation brauche, sonst weiß ich nicht so viel. Aber ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der 9-mal hintereinander aufs Podium gefahren ist in seiner Premiere-Saison. Das ist, glaube ich, sicher zu behaupten. Nehme ich jedenfalls mal an. Aber wir werden ja Leserkommentare oder Zuhörerkommentare dann bekommen. Auf jeden Fall. Und noch ganz kurz zum Abschluss. Sie haben ja schon auch angerissen, dass Lewis Hamilton so der einzige oder der Superstar der Formel 1 ist. Man kann schon sagen, er ist der einzige richtige Superstar der Formel 1, der über die Grenzen des Sports hinaus bekannt ist. Wird Mercedes da mehr als jetzt nur einen
Weltklasse-Formel-1-Fahrer verlieren? Ich glaube schon, ja, aber es ist wohl nicht zu vermeiden. Und klar, wenn der Wunsch des Fahrers der ist, und ich glaube auch, ich habe jetzt auch von einigen Fachkommentatoren gehört, Verträge sind nichts wert, ich sehe das anders, Verträge sind sehr wohl wert. Und ich würde auch nicht empfehlen, in einen bestehenden Vertrag reinzufunken. Da gibt es ein Contract Recognition Board, und da kann dir Übles blühen, wenn du das machst. Also in Lewis' Fall hat er eine bestehende Option ausgelöst, eine Rücktrittsoption von seinem zweiten Jahr 25. So habe ich das jedenfalls verstanden und so wurde es auch kommuniziert. Als Vertragsbruch ist was ganz anderes, sondern das ist die Möglichkeit, frühzeitig genutzt, anzukündigen, dass. Und auch da muss ich sagen, das schwierigste Jahr liegt vor beiden Parteien sicherlich. Also ich stelle mir vor, du fährst hinter einem Ferrari, dann heißt die Journalistenfrage, Herr Menard, ich nehme es ihm auf den Mund, wärst du heute gerne mit dem Ferrari gefahren? Du fährst vor dem Ferrari, erste Frage, Menard, bist du froh, heute kein Ferrari gefahren zu sein? Also wie der Schwabe sagt, wie man es macht, ist es nichts. Aber genauso wird es sein, das Jahr jetzt ist für Rot und hoffentlich wieder Silber. Vielleicht gibt es wieder einen Schwarzpfeil. Ich würde mir ja einen Silberpfeil wünschen, wie oft betont. Und ich glaube, dass Silber einfach für die Marke spricht und steht, so wie Ferrari. Einen schwarzen Ferrari wird es nicht geben und ein silberner Mercedes ist für mich einfach der Silberpfeil schlechthin. Aber das müssen die Leute entscheiden, die da am Ruder sind. Nur dieses Jahr, da haben wir relativ wenig drüber gesprochen, das gibt das herausforderndste Jahr. Wenn dann hinterher alles wieder rot und silber oder schwarz ist, dann ist es eingefügt. Aber jetzt in diesem Jahr kann ich mir durchaus mannigfaltige Herausforderungen für beide Teams und das Teammanagement vorstellen und so weiter. Ja, also das wird für die Formel 1 ist es toll. Der Spannungsbogen ist groß. Ja, das war sonst diese Silly-Season-Zeit hat ja oftmals ganz wenig zu beweisen und zu zeigen. Aber für Journalisten wie Sie und Ihre Zunft ist es natürlich wunderbar. Für die, die es zu verantworten haben, denen wird es, ob sie rot sind oder schwarz oder silber, denen wird es nicht langweilig in der Zeit. Ich würde sagen, das war ein wunderbares Schlusswort und vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, weil die Zuschauer sich vielleicht jetzt fragen, warum sich der Herr Haug so gut in die Journalisten hineinversetzen kann. Sie haben ja quasi so angefangen, auch im Motorsport. Da haben wir schon ein ganz ausführliches Interview auch dazu gemacht. Gerne mal reinschauen, da geht es quasi um das Lebenswerk von Norbert Haug. Ja, das ist ja nett. Und ich glaube sogar, dass das eine wunderbare Ausbildung ist. Und ich glaube, wenn ich promovierter Diplom-Ingenieur, Gott bewahre, gewesen wäre, hätte ich den Technikern mehr reingeredet, wie jetzt ohne Ahnung, die Techniker machen zu lassen, ihnen das Arbeitsumfeld zu schaffen, ihnen mit Respekt zu begegnen, ihnen mit Freude zu begegnen und durchaus auch mal mit Kritik zu begegnen, wo notwendig. Aber ich glaube, das ist ein wunderbares Bild dessen, dass man Dinge delegiert. Und ich bin, glaube ich, nicht im Verdacht, dass ich in der Zwischenzeit immer in der Hängematte gelegen hätte und nichts getan hätte. Insofern ist das alles wunderbar, so wie es gelaufen ist. Und ich sehe die Formel 1 nach wie vor mit großer Freude und im Motorsport insgesamt. Würde mir wünschen, dass es wieder einen deutschen Grand Prix gibt. Ich höre, in Stuttgart wird jetzt gerade nochmal 20 Millionen in Fußballstadion investiert. Die letzten 20 Millionen hoffentlich, wenn man 20 Millionen in den Hockenheim Grand Prix investieren würde als Landesregierung, als grüne Landesregierung, womöglich in Baden-Württemberg, man stelle sich vor, kann ich versprechen, dass man 40 Millionen Umsatz macht und 10 Millionen an Steuern rauskommt, mindestens. Also auch das lässt sich rechnen. Und dass der Motorsport nicht so umweltbelastend ist, wie er dargestellt wird, ist auch klar. Und dass er mit klimaneutralem Sprit fährt ab 26, ist auch klar. Und wenn man die Bilanzen mal anguckt und die auch, ich bin totaler Fußballbefürworter, aber man muss auch da die Fakten walten lassen. Und der Motorsport ist eine Lebenseinstellung und ist nicht brumm. Der bringt Leute zusammen, der motiviert Leute, der macht Leuten Freude und der bildet Leute aus. Und ich glaube,
wir und unsere Truppe und die ganze Motorsport-Community, die kann sich alle mal sehen lassen. Und die haben es immer zu was gebracht. Die bremsen spät, gehen früh aufs Gas und fliegen nicht aus der Kurve. Und das ist eine gute Lebenseinstellung. Das ist ein wundervolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, Norbert Haug, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben für uns. Gerne.